Wir alle sollten immer danach streben, besser zu werden in dem, was wir tun und in dem, was wir machen, auch wenn es um das Thema Zahnpflege geht und auch dann, wenn wir schon erwachsen sind. Ich komme gerade frisch vom Zähnepolieren und nein, Leute, ich habe mich nicht geprügelt, sondern ich hatte gerade tatsächlich eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt und ich habe mich dann einfach mal so ein bisschen mit dem Zahnarzt ausgetauscht, um meine Zahnpflegeroutine noch besser zu perfektionieren und noch ein bisschen besser zu optimieren. Und das, was ich mit dem Zahnarzt besprochen habe, das möchte ich euch als Online-Bruder natürlich nicht vorenthalten, denn ich möchte natürlich auch, dass ihr eure Beißerchens, solange es geht, behaltet. Erstens, die meisten Leute, die eine Handzahnbürste benutzen, die üben viel zu viel Druck mit ihrer Handzahnbürste aus. Aus dem Grund, weil sie die Handzahnbürste einfach in die Faust nehmen und dann fangen sie an zu schrubben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich persönlich bin auch einer davon. Und wenn man dann anfängt zu schrubben und richtig Druck ausübt auf die Zähne, dann schrubbt man tatsächlich das Zahnfleisch langfristig einfach weg. Dann werden die Zahnhälse offen und dann wird das Ganze einfach wesentlich empfindlicher. Aus dem Grund, falls du eine Handzahnbürste verwendest, verwende die Handzahnbürste nicht in einer Faust, sondern halte die Handzahnbürste einfach als Stift. Denn wenn du die Handzahnbürste als Stift hältst, dann übst du automatisch wesentlich weniger Druck aus auf deine Zähne und auch auf das Zahnfleisch und somit läufst du nicht Gefahr, dass du einfach deine Zahnhälse nachhaltig beschädigst, weil du einfach nicht so viel Druck ausübst und dementsprechend auch das Zahnfleisch nicht beschädigst. Also einfach die Handzahnbürste locker flockig, filigran wie einen Stift festhalten und dann die Zähne putzen, dann läufst du nicht Gefahr, dass du zu viel Druck ausübst oder ins Schrubben kommst. Und das mit dem Druck gilt natürlich auch für elektrische Zahnbürsten. Denn auch mit elektrischen Zahnbürsten kann man zu viel Druck ausüben, was man aber gar nicht braucht, denn die elektrische Zahnbürste funktioniert ja bekanntlich elektrisch. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, gerade dann, wenn du jemand bist wie ich, der grundsätzlich immer relativ viel Druck ausübt in jeder Situation, nicht nur auf den Zähnen. Wenn das bei dir der Fall ist, ähnlich wie bei mir, und du auch eine elektrische Zahnbürste verwendest, dann solltest du dir eine elektrische Zahnbürste zulegen mit einem Drucksensor. Denn sobald du dann zu viel Druck auf deine Zähne ausübst, bekommst du ein Signal und dann musst du den Druck einfach ein bisschen verringern, bis du dann den perfekten Druck gefunden hast. Heißt, eine elektrische Zahnbürste hilft dir einfach dabei, den Druck so ein bisschen zu minimieren, falls du einfach zu viel Druck auf deine Zähne ausübst. Und das ist tatsächlich auch enorm wichtig, gerade wenn man langfristig denkt. Denn wenn du zum Beispiel 2 bis 3 Mal am Tag deine Zähne putzt, ich gehe jetzt einfach mal von 2 Mal aus, das ist dann 60 Mal im Monat und 720 Mal im Jahr. Und wenn du 720 Mal deine Zähne mit zu viel Druck putzt, dann kannst du dir vorstellen, dass irgendwann das Zahnfleisch darunter leidet. Ein Link zu einer passenden Zahnbürste mit Drucksensor packe ich hier unten in die Infobox rein, falls du dich dafür interessierst. Mein Zahnarzt hat zu mir gesagt, dass die meisten Leute Probleme haben mit ihren Zahninnenräumen, fangen aber mit dem Zähneputzen von außen an. Das bedeutet, mach es am besten genau andersrum, eat the frog style. Wenn du auch Probleme hast mit den Zahninnenräumen, fang als erstes an, deine Zähne von innen zu putzen. Also erst deine Zahninnenräume zu putzen, erst die blöden Sachen zuerst machen, denn im Laufe des Zähneputzens wirst du sowieso irgendwann von außen deine Zähne putzen. Deshalb immer von innen anfangen, die Zähne zu putzen. Denn auch die Zahninnenräume sollten immer picobello und blitzeblank sein. Der nächste Punkt ist ein total lästiger Punkt, aber diesen Punkt sollte wirklich jeder in seine Zahnpflegeroutine integrieren. Die Rede ist von Zahnseide. Ich weiß, man nimmt es sich irgendwie immer vor, die Zahnseide zu benutzen, aber am Ende des Tages macht man es dann doch irgendwie nicht. Deshalb meine Empfehlung, platziere die Zahnseide direkt neben deiner Zahnbürste und jedes Mal, wenn du deine Zähne geputzt hast, dann lacht die Zahnseide dich an und wenn du es nicht machst, ja, dann kommt der Teufel auf der linken Seite und sagt, Kollege, Zahnseide benutzen und so kannst du einfach noch viel einfacher Zahnseide in deine Zahnpflegeroutine integrieren. Denn nichts ist so effektiv wie Zahnseide für deine Zahnzwischenräume. Heißt, du kannst auch eine Ultraschallzahnbürste, die gerade neu auf den Markt gekommen ist mit Drucksensor und allem Pipapo haben, die wird niemals so gründlich deine Zahnzwischenräume reinigen wie Zahnseide. Es gibt auch verschiedene Dicken von Zahnseide, also es gibt sehr dünne Zahnseide, es gibt dicke Zahnseide. Probier einfach das aus, was für dich gut funktioniert. Auf jeden Fall benutze bitte Zahnseide. Ähnlich wie beim Haarestylen kommen wir jetzt zu einem Punkt, den wohl viele Leute falsch machen beim Zähneputzen. Und zwar, die Zahnpasta wird nicht vernünftig verteilt. Denn die meisten Leute machen das wie folgt. Die geben einfach die Zahnpasta auf die Zahnbürste und fangen dann direkt an, die Zähne zu putzen. Was bedeutet das? Die Zahnpasta ist meistens gerade an den Schneidezähnen sehr, sehr gut und konzentriert verteilt, aber überall anders in den Zähnen halt dementsprechend weniger. Deshalb am besten einfach erstmal die Zahnpasta
Zahnpasta auf die Zahnbürste geben und die Zahnpasta erstmal flächendeckend im Mund verteilen, damit du auch überall im Mund vernünftig Zahnpasta verteilt hast, mit der du dann auch dementsprechend vernünftig putzen kannst. Und so werden die Zähne natürlich auch picobello blitzo blanco. Und um deine Zahnpflegeroutine einfach Step by Step einfach immer so ein bisschen zu optimieren, solltest du gelegentlich nach dem Zähneputzen einfach mal deine Zähne einfärben. Der ein oder andere kennt das vielleicht noch aus der Grundschule, aus dem Kindergarten. Da kam dann das Krokodil, ja, mit einem Zahnfärbemittel und dann hat man die Zähne eingefärbt und anschließend hat man dann gesehen, oh, wo hat man noch Probleme, wo wird gegebenenfalls nicht vernünftig geputzt. So kannst du nämlich direkt feststellen, wo noch Zahnbeläge sind nach dem Zähneputzen und somit hast du halt eine direkte, wirksame Kontrolle von deiner Putztechnik und weißt dann ganz genau, wie vielleicht deine Putztechnik noch optimiert werden kann. Und du denkst jetzt wahrscheinlich, Korte, mein Freund, ich bin noch keine 3, 4, 5 Jahre alt mehr, ich weiß noch, wie man seine Zähne putzt. Ja, denkst du, aber gerade wenn man erwachsen ist, dann schleichen sich so gewisse Routinen ein und möglicherweise putzt du eine Seite besser als die andere. Und mit diesem Zahnfärbemittel, was auch überhaupt nicht teuer ist, ich verlinke dir das auch an dieser Stelle einfach mal in der Infobox, gibt es in Tablettenform oder auch als Mundspülung, hast du halt einen super Lerneffekt. Du siehst dann nämlich ganz genau, wo putzt du richtig gut, wo ist vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial und somit kannst du langfristig deine Zahnpflegeroutine einfach optimieren. Denn Leute, denkt dran, immer langfristig denken, die Zahnputztechnik ist wirklich super, super wichtig. Der nächste Tipp ist weniger ein Zahnpflegetipp, sondern vielmehr ein Tipp aus der Kategorie Mundhygiene. Und ich will den an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, denn ich habe den schon mal in einem anderen Video erwähnt und da war ich geschockt, dass viele Leute unter dem Video kommentiert haben und geschrieben haben, hey, das kenne ich gar nicht. Deshalb nochmal an dieser Stelle wichtige Erinnerung, es gibt auch einen Zungenreiniger und diesen solltest du ebenfalls ähnlich wie Zahnseide regelmäßig nutzen. Am besten platzierst du auch den Zungenreiniger neben deiner Zahnbürste, dann vergisst du das Teil nicht und so ein Ding kostet wirklich nur ein paar Euro. Ich verlinke dir den dementsprechend auch unten in der Infobox, gibt es aber auch in jedem Drogeriemarkt. Von daher immer dran denken, auch einen Zungenreiniger verwenden. Also Leute, ich hoffe, ihr konntet aus dem heutigen Video den einen oder anderen Tipp mitnehmen für eure verbesserte Mundhygiene bzw. Zahnpflege. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zähneputzen und immer picobello blanco, richtig schöne weiße Zähne.